Mein Name ist Oliver Bendel. Ich habe ursprünglich Philosophie studiert, auch Literaturwissenschaft, habe dann zu einem zweiten Studium gefunden, nämlich Informationswissenschaft. Bin so zu den neuen Medien gekommen, zu den Technologien und habe später in der Wirtschaftsinformatik promoviert oder doktoriert, wie es in der Schweiz heißt. Ich habe an der Uni St. Gallen promoviert, an der HSG. Und dort ging es um sogenannte anthropomorphe Softwareagenten. Wir haben untersucht, wie solche Softwareagenten eingesetzt werden können in Lernumgebungen. Damals war E-Learning auch mein Thema. E-Learning, Blended Learning, Mobile Learning vor 20 Jahren. Und die Frage war, wie kann man virtuelle Figuren mit natürlich sprachlichen Fähigkeiten in Lernumgebungen einsetzen? Damit war ich im Grunde bei meinem großen Thema, nämlich bei autonomen Systemen. Und bis heute erforsche ich solche Systeme. Mein großes Thema ist die Maschinenethik geworden. Und die Maschinenethik fragt eben nach der Moral von Maschinen, nach maschineller Moral. Und es geht darum, wie man autonomen oder teilautonomen Systemen Moral beibringt. Im Grunde ganz ähnlich wie in der künstlichen Intelligenz, wo gefragt wird nach der künstlichen Intelligenz von Maschinen, oft auch von autonomen Systemen oder von teilautonomen Systemen. So fragen wir aus der Maschinenethik jetzt, wie man teilautonomen oder autonomen Maschinen Moral beibringt. Das ist mein großes Thema. Mein zweites großes Thema ist die Informationsethik. Das ist eher eine Reflexionsdisziplin. Wir fragen nach den Chancen und Risiken des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien. Vielleicht erzähle ich einfach kurz von der Konferenz über Liebe und Sex mit Robotern, die 2016 in London stattfand. Auf der Konferenz war ich und ich durfte den ersten Vortrag halten. Was hat mich bewogen, dort überhaupt hinzugehen? Ich habe von der Konferenz erfahren, die erste Durchführung sollte oder war, die sollte nicht, die war tatsächlich auf Madeira, wunderschöne Insel. Dort fand sie statt, konnte problemlos durchgeführt werden. Die zweite Durchführung sollte in Malaysia stattfinden. Dort wurde sie verboten. Ich denke, es war eine schlechte Idee, die Konferenz dort auszurufen. Was hat man gemacht? Man ging nach London. Dort fand die Konferenz also Ende 2016 statt, zum zweiten Mal überhaupt. Sie fand, das ist mir ganz wichtig, an der Kunsthochschule statt, der University of London, nämlich am Goldsmith. Aus der Kunsthochschule sind viele berühmte Leute hervorgegangen. Damien Hirst zum Beispiel, der sehr bekannte Skulpturen macht. Warum ist mir das wichtig? Wenn man an Sexroboter denkt und an Liebespuppen, dann denkt man immer, ja, an die Durchführung, an den Akt, an die Möglichkeit, mit solchen Liebesdienerinnen und Dienern dann eben zum Finale zu kommen. Aber vor dem Finale findet ganz viel, das wäre meine Behauptung, ganz viel Kunst statt. Und das ist mir wichtig. Ich glaube, die Konferenz fand auch deshalb in London statt, weil man in London unter diesen Leuten, die die Konferenz veranstaltet haben, ausloten will, wie weit man als Mensch gehen darf, was wirklich unser Liebesleben ausmacht, wie Maschinen und Geräte unser Liebesleben verändern könnten. Und all das sollte nicht rein technisch und nicht rein ökonomisch untersucht werden, sondern auch mit Hilfe der Kunst. Was meine ich damit genau? Sexroboter und Liebespuppen werfen ja zunächst mal Fragen der Gestaltung auf. Es geht darum, ein anziehendes Äußeres zu schaffen. Und das wäre der erste Punkt. Sofort ist die Kunst im Spiel. Es gibt einen wunderschönen Satz von Ovid, der geschrieben hat, dass es nur Kunst war, verdeckte die Kunst. Vielleicht gelingt es eines Tages, Sexroboter und Liebespuppen zu schaffen, die so lebensähnlich sind, dass wir uns wirklich, sagen wir, im Affekt oder wirklich aus einem Trieb heraus sofort auf diese Maschinen zubewegen.
Also wir denken nicht nach, was ist das, das sieht komisch aus, das überzeugt mich nicht ganz, sondern man könnte eines Tages, ich glaube in 20 bis 30 Jahren, so weit kommen, dass diese Maschinen so echt aussehen, so überzeugend, dass die Kunst eben so stark die Kunst verdeckt, dass wir uns sofort angezogen fühlen, dass unser Herz rast, dass wir aufgeregt sind, dass wir uns so lieben vom ersten Augenblick an. Man verliebt sich jetzt schon in Maschinen, das passiert. Es gibt Menschen, die sind, ob das wirklich Liebe ist, ganz ergriffen von ihrem Roboterhund oder ihrer Roboterkatze. Sie möchten nicht, wenn die irgendwie kaputt geht, dass die ausgetauscht wird, die Roboterkatze beispielsweise, sondern dass sie wirklich repariert wird. Das ist passiert mit dem Roboterhund und einer älteren Dame. Sie trug ihren Roboterhund zum Roboterdoktor. Und der Roboterdoktor hat gesagt, nichts zu machen, ich gebe Ihnen was Neues. Und die Frau war entsetzt und man kann das gut nachvollziehen, weil wenn man seine Katze, seine echte Katze zum Doktor bringt, will man auch nicht hören, nichts mehr zu machen, hier ist eine neue Katze. Also Gefühle gegenüber Maschinen sind möglich, aber was ich sagen will, wenn die Maschine sehr, sehr, sehr echt aussieht, aussieht wie ein Mensch, sich anfühlt wie ein Mensch, sich anhört wie ein Mensch, dann kann man vom ersten Augenblick an wirklich ergriffen sein, erregt sein und so weiter. Jetzt habe ich schon was weiteres genannt, neben dem Aussehen, das vielleicht ein Fall für die Kunst ist, ist vielleicht auch die Stimme ein Fall für die Kunst. Auf jeden Fall ist das Teil der Forschung. Man forscht nicht nur am Äußeren, wie bringt man das Äußere perfekt hin. Man gibt den Puppen nicht nur perfektes Aussehen, nicht nur eine Silikonhaut, darunter Gel und so weiter, sodass sich das Ganze gut anfasst, sondern man forscht auch an menschenähnlichen Stimmen. Die Stimmen sollen eines Tages so klingen, dass man sie nicht unterscheiden kann. Und gerade für Sexroboter scheint das ein wesentlicher Punkt zu sein. Das alles könnte Aufgabe der Kunst sein. Wir waren in London an dieser Kunsthochschule und wir waren relativ viele. Dieser große Hörsaal in diesem verwunschenen Gebäude war gut besetzt. Interessant ist vielleicht, das gehört auch zur Geschichte dazu, interessant ist auch, wir waren nicht alles weise alte Männer wie ich. Ganz im Gegenteil, es waren vor allem Frauen da. Und zwar unter den Forschenden, unter den Studierenden. Dann waren noch viele Journalisten da, die brennen natürlich für das Thema. Und unsere Tagung ging dann auch weltweit und ging viral und so weiter. Gut, also was ich sagen will mit der Geschichte, ich glaube, es hat einen guten Grund, warum diese Konferenz über Liebe und Sex mit Robotern an der Hochschule für Kunst sozusagen stattfand in London. Man sollte sich mit solchen Dingen nicht nur beschäftigen aus der Technik heraus, nicht nur aus der Ethik heraus, wie ich das gemacht habe, sondern auch aus der Kunst heraus. Vielleicht komme ich kurz zu meinem Teil. Ich habe dort den Vortrag gehalten über Sexroboter aus Sicht der Maschinenethik. Worum ging es mir? Ganz kurz zur Maschinenethik. Die Maschinenethik nenne ich auch Gestaltungsdisziplin. Eine klassische Bereichsethik wie die Wirtschaftsethik oder die Informationsethik ist eher eine Reflexionsdisziplin. Das heißt, wir denken nach über Chancen und Risiken von Technologien beispielsweise, von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Informationsethik. Gut, also wir denken nach, wir überlegen uns, was könnten die Folgen sein? Wie könnten Menschen in moralischer Hinsicht betroffen sein? Was könnte eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Technologie für Menschen bedeuten in moralischer Hinsicht? Das ist die Informationsethik als klassische Bereichsethik. Die Maschinenethik ist eine Gestaltungsdisziplin. Es geht dort darum, nicht nur Maschinen zu denken, sondern auch zu bauen. Und das ist sehr speziell, weil wir haben in der Philosophie tausende Jahre nichts gebaut. Wir Philosophinnen und Philosophen gelten geradezu als Menschen, die zwei linke Hände haben und nichts bauen können. Und das ändert sich jetzt. Natürlich brauchen wir Hilfe und wir brauchen die Hilfe von künstlicher Intelligenz als Disziplin und von Robotik. Und zusammen mit diesen Disziplinen schaffen wir neuartige Maschinen. Was sind das für Maschinen? Es sind moralische Maschinen, so sprechen wir. Wir sprechen von einer maschinellen Moral. Wer sich an diesem Begriff stört, soll einfach
an die künstliche Intelligenz denken als Disziplin und sich fragen, was ist der Gegenstand der künstlichen Intelligenz? Womit beschäftigt sie sich? Sie beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz, mit maschineller Intelligenz. Auch damit kann man ein Problem haben. Und tatsächlich wurde 50, 60 Jahre lang darüber diskutiert, ob Maschinen wirklich intelligent sein können. Inzwischen ist man locker geworden und man sagt, ja, irgendwie schon. Genauso würde ich argumentieren für die Maschinenethik als Disziplin, die als Gegenstand die maschinelle Moral hat. Ich glaube, wenn wir etwas locker sind, dann dürfen wir so reden. Wir dürfen mindestens metaphorisch so reden. Wir wissen genau, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, wir bauen eine moralische Maschine. Was im Endeffekt passiert, wir bauen Maschinen mit moralischen Regeln. Wir versuchen, moralische Regeln in die Maschinen einzupflanzen. Wir bilden nicht die komplette menschliche Moral ab. Das tun wir nicht. Die künstliche Intelligenz bildet auch nicht die komplette künstliche Intelligenz. Entschuldigung, umgekehrt. Die künstliche Intelligenz bildet nicht die komplette menschliche Intelligenz ab. Das macht sie nicht. Sie simuliert menschliche Intelligenz oder sie versucht, eines Tages die menschliche Intelligenz ein Stück weit abzubilden. Vielleicht strebt sie auch nach Vollständigkeit, aber das ist ein Plan für die ferne Zukunft, würde ich behaupten. Genauso mit der maschinellen Moral. Wir versuchen im Moment einen kleinen Aspekt menschlicher Moral abzubilden. Wir versuchen, das abzubilden, was der Mensch hat an Regelhaftigkeit. Menschen werden geboren mit moralischen Vorstellungen. Sie bilden sich zumindest im Laufe der Pubertät aus, sehr deutlich. Und es gibt auch weltweit Zusammenhänge in der menschlichen Moral. Zweitens versichern wir uns gegenseitig der Moral. Wir trainieren sie uns gegenseitig an. Wir fragen Freunde, Freunde korrigieren uns, die Familie korrigiert uns. Die Familie weist uns darauf hin, dass etwas böse sei oder gut sei. Drittens, wir bilden selber eine individuelle Moral aus. Wir sagen, das war gut, was uns Freunde und Familie gesagt haben, aber ich gehe darüber hinaus. All das sind Stufen der Moral. Dazu kommen noch Empathie, dazu kommen noch andere menschliche Möglichkeiten. Aus dieser ganzen kompletten menschlichen Moral greifen wir eines heraus. Für die menschliche Moral ist auch wichtig, dass man sich manchmal an gewisse Regeln halten kann. Die Regeln werden oft überstimmt durch Intuition, durch Gewissen, durch rationale Überlegungen, die sehr, sehr wichtig sind. Aber ich denke, jeder Mensch hat 2, 3, 4 Regeln, an die er sich einigermaßen hält. Genau diesen Teil nehmen wir und solche Regeln bauen wir in die Maschine ein. Das ist also Maschinenethik. Maschinenethik ist eine Gestaltungsdisziplin. Wir reflektieren auch natürlich über Chancen und Risiken. Wir denken an Folgen, aber unser Hauptgeschäft ist, wir bauen in Maschinen moralische Regeln ein. Jetzt kann man noch mehr tun. Man kann nicht nur erreichen, dass die Maschine sich sklavisch an bestimmte Regeln hält, sondern man kann die Maschine auch dazu bringen, dass sie Folgen versucht vorauszusehen und dann entscheidet. Ja? Worauf ich hinaus will, und damit bin ich wieder bei meiner Geschichte von der Konferenz in London. Ich habe das Thema Sexroboter und Robotersex oder Sexroboter und Liebespuppen angeschaut aus einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Maschinenethik. Ich habe also gefragt, wie kann man solche Roboter verbessern, damit sie uns ein gutes Leben ermöglichen? An der Stelle, ich bin ganz dezidiert nicht gegen Sexroboter. Ich denke, für bestimmte Menschen können Sexroboter eine Möglichkeit sein, eine Hilfe, eine Unterstützung, eine Form, sich auszuleben. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, wie kann man diese Roboter so verbessern, dass sie in bestimmten Situationen das Richtige oder das Gute tun? Beispiel. Manche lassen sich gerne schlagen, vielleicht auch von dieser Form des Roboters. Das ist vielleicht ihr Wunsch, ihr Begehren und so weiter. Dagegen lässt sich nichts einwenden. Was man verhindern muss, eine Maschine kann sehr stark zuschlagen. Sie kann sehr, sehr kräftig sein. Manche Roboter entwickeln sehr viel Kraft und Gewalt. Und was man versuchen muss aus der Maschinenethik heraus, dass die Maschine beispielsweise irgendwann einhält, innehält, dass sie sagt, ich verstehe deinen Wunsch, Mensch, ich weiß, dir macht das Spaß,
aber ich gehe bis hierher und nicht weiter. Das wäre ein klassisches Aufgabenfeld für die Maschinenethik. Man kann auch weitergehen. Man kann auch Maschinen bauen, die betonen, dass sie Maschinen sind. Sowas haben wir tatsächlich gemacht in einem anderen Feld. Wir haben einen Chatbot gebaut, den sogenannten Goodbot, der immer wieder betont, dass er nur eine Maschine ist. Er soll Probleme des Benutzers erkennen, darauf reagieren und er erkennt Probleme des Benutzers, wenn diese sprachlich geäußert werden. Er eskaliert auf mehreren Stufen und irgendwann betont er, du Mensch, ich sehe, du hast Probleme und du musst bedenken, ich bin nur eine Maschine. Ich kann dir nicht wirklich helfen. Und dann gibt der Goodbot eine Notfallnummer heraus. Also er analysiert die IP-Adresse des Benutzers, sagt, betont, ich bin nur eine Maschine, du brauchst einen Menschen, der dir hilft und hier hast du die Nummer, bitte ruf sie an. Sowas kann man bauen und sowas kann man auch bei Sexrobotern bedenken und einbauen. Das halte ich für wichtige, interessante Dinge. Also das war meine Perspektive in London. Ich habe diese Perspektive der Maschinenethik eingenommen.